Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video in Andalusien. Wir zeigen euch die schönen kommunalen Stellplätze in Benrabah und Casares. Übernachten auf dem sehr gepflegten und chilligen Aria Autocaravanes Camperpark in Roquetas de Mar. Und nehmen euch mit auf die beeindruckende Besichtigung der Alhambra in Granada. Viel Spaß bei diesem Video! Hier auf dieser Übersichtskarte haben wir die Region farblich unterlegt, in der wir gerade unterwegs sind. Wir haben einige der Orte blau markiert, die wir besuchen. Die Koordinaten und weitere Infos zu den Orten findet ihr wie üblich in der YouTube-Beschreibung. Der Stellplatz liegt oberhalb des Ortes Benrabah. Es gibt 5 Plätze. Die erste Nacht kostet 10 Euro, die folgenden jeweils 5 Euro. Maximal darf man 3 Nächte bleiben. Zu den Öffnungszeiten des Rathauses ruft man die angegebene Telefonnummer an, damit jemand kommt, um das Service Terminal aufzuschließen. Jeder Platz verfügt über ein eigenes Service Terminal. Im Preis sind Wasser und Strom enthalten. Die Grauwasserentsorgung ist auf jedem Parkplatz im Boden eingelassen. Wir verbringen hier eine ruhige Nacht und es gefällt uns hier sehr gut. Nach der Abfahrt bietet sich uns dieser tolle Blick auf den Nachbarort Gaucin. Wir erreichen den kostenfreien Stellplatz des hübschen Ortes Casares für eine kleine Pause. Hier links neben dem Gebäude der Touristinfo beginnt der Fußweg in den Ort, den man in ca. 1,5 Kilometer erreicht. Offiziell können hier 14 Mobile stehen. Die Versorgung mit Wasser funktioniert nicht. Strom und Entsorgung sind nicht vorhanden. Der Internetempfang über unseren Mobilfunkrouter ist sehr gut. Bei über 30 Grad erklimmen wir hinter der Touristinfo die Stufen zum Aussichtspunkt. Dort werden wir mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Es geht für uns für ein paar Tage auf den Aria Autocaravanes Camperpark in Roquetas de Mar. Die Öffnungszeiten werden jahreszeitlich angepasst. Zu beachten ist dabei, dass es immer eine längere Mittagspause gibt. Von hier sind es ca. 700 Meter zum Strand. Der gesamte Wohnmobilparkplatz mit 40 Parzellen ist liebevoll dekoriert und alles ist sehr gepflegt. Bei der Anmeldung bekommt man eine Parzelle zugewiesen. Zum Beispiel lassen die Mitarbeiter bei geringerer Belegung immer mindestens einen Platz frei zwischen zwei Mobilen.
Man kann aber natürlich auch Wünsche äußern. Wir zahlen für 2 Personen mit Wohnmobil 11 Euro pro Tag. Strom kostet 3,50 Euro extra. Es gibt 2 Waschmaschinen und 2 Trockner. Eine Ladung kostet jeweils 3 Euro. Die großen Duschen waren bei unserem Aufenthalt sehr sauber. Man kann sich prima in der Kabine ausziehen und alles trocken ablegen oder anhängen. 5 Minuten kosten 1 Euro. Jeweils 2 Duschen und 2 Toiletten sind jedoch bei vollerer Belegung recht knapp bemessen. Die gesamte Ver- und Entsorgung ist sehr großzügig angelegt. Der Empfang ist mit unserem mobilen Router sehr gut. Es gibt auch kostenfreies WLAN auf dem Stellplatz. Aldi und Mercadona sind 1 Kilometer entfernt. Mit dem Türcode, den man bei der Anreise erhält, kann man die Tür rechts und das große Tor öffnen. Leider grenzen an den Platz stadtauswärts recht viele Gewächshäuser an. Leider benötigen wir einen Ohrenarzt. In Motril werden wir fündig. Diese Routenänderung hat aber auch was Gutes. Da die hohe Hitze der letzten Wochen plötzlich schwindet und wir spontan Karten für die Alhambra ergattern können, fahren wir nun weiter nach Granada. Die Alhambra ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas. Sie ist seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe. Es handelt sich um eine große Burganlage im maurischen Stil. Erste Erwähnungen der Alhambra stammen bereits aus dem 9. Jahrhundert. Der imposante Palast Karls V. im Renaissance-Stil wurde im Jahre 1527 in Auftrag gegeben, jedoch nie richtig fertiggestellt. Die Alcazaba ist das Bollwerk der Alhambra. Von hier hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt Granada. Die Nasridenpaläste sind das Herzstück der Alhambra. Man bucht eine feste Eintrittszeit schon beim Kauf der Tickets.
Die Paläste sind wahnsinnig beeindruckend. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus und müssen permanent an die Decke schauen. Hier hat man einen tollen Blick auf den Sommerpalast Generalife. In der Ferne sieht man die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada. Der Besuch der Alhambra ist für uns ein einzigartiges Erlebnis und wir sind wirklich froh, dass das bei uns so spontan geklappt hat. Geradeaus runter geht es in 750 Meter zum Eingang der Alhambra. Rechts gelangt man zur Einfahrt des Bus- und Wohnmobilparkplatzes. Man zahlt pro Minute, wobei der Tageshöchstpreis im Winter bei 35 Euro liegt. Im Sommer sind die Preise fast doppelt so hoch. Übernachten ist hier erlaubt. Im nächsten Video geht es auf einen kostenlosen Stellplatz mit dieser wunderschönen Aussicht auf das Dorf. Danach nehmen wir euch mit auf den äußerst relaxten Campingplatz in Freila, der an einem Stausee mit atemberaubender Landschaft liegt. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns sehr über euer Abo freuen, drückt die Glocke und schreibt uns auch gerne einen Kommentar unter das Video.